Alles könnt ihr von mir erreichen, so ihr mich im festen Glauben und Vertrauen darum angeht und euch mir schrankenlos hingebt, so wie ihr euch völlig meinen Willen unterstellt und also mit mir das rechte Verhältnis eingegangen seid, das Verhältnis eines Kindes zum Vater. Denn der Vater versagt seinem Kind keine Bitte, weil er es liebt. Und meine Liebe zu euch ist übergroß und wird euch auch jede Bitte erfüllen, denn meine Verheißung lautet: Bittet, so wird euch gegeben werden. Und so ich euch einmal diese Zusicherung gegeben habe, könnt ihr felsenfest darauf bauen, doch jeder kleinste Zweifel, jedes kleinste Misstrauen diese meine Verheißung gegenüber beeinträchtigt das rechte Verhältnis des Kindes zum Vater. Denn ein Kind wird seinem Vater voll und ganz vertrauen und einem jeden Wort von ihm Glauben schenken. Und das ist es, wodurch ihr euch oft selbst die Erfüllung euren Bitten unmöglich macht. Denn im festen Glauben allein liegt die Gewähr, dass eure Bitte nicht vergeblich sei. Der Vater, der sein Kind liebt, beschützt es vor jeder Gefahr. Doch so er es in der Gefahr sieht, dass sein Glaube schwach ist an die Kraft und Liebe des Vaters, so wird er versuchen, zuerst dem Kind den Glauben wiederzugeben, und es kann dies nur geschehen durch Notlagen, in denen das Kind den Vater ruft und also das rechte Verhältnis zu ihm herstellt. Und so auch eure himmlische Vater, dessen Liebe zu seinen Kindern unendlich größer ist und der darum auch das unbeschränkte Vertrauen seiner Kinder genießen will, im tiefen, unerschütterlichen Glauben an meine Vaterliebe, könnt ihr alles erreichen auf Erden. Ein solcher Glaube wird euch auch in der Liebe wandeln lassen, denn ihr wollt dann den Vater auch nicht betrüben und erfüllt seinen Willen. Und ihr werdet euch dann auch unter meinen Willen stellen, also unbedenklich alles als gut und weise anerkennen, was ich über euch sende, und dann benötige ich wahrlich keine schmerzhaften Erziehungsmittel mehr, sondern erfüll euch eure Bitten jederzeit. Ich nehme jede irdische Not von euch und lasse euch ebene Wege wandeln. Denn ihr seid dann nicht mehr in Gefahr, fehlzugehen. Es drängt euer Herz dem Vater von Ewigkeit entgegen, dessen Liebe unerschöpflich ist und sie unentwegt auf euch ausstrahlt. Glaubt und vertraut mir und zweifelt nicht, und ihr könnt jederzeit sorglos durch eure Erdeleben gehen, denn ich übernehme die Sorge um euch, ich erfülle jede Bitte zur rechten Zeit, denn mir ist alles möglich, selbst wenn es irdisch unmöglich erscheint. Amen.